Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ich sag's euch, ich habe heute überhaupt keinen Bock zu trainieren. Könnte es mir jetzt aussuchen, ja, und ich kann's, aber ich bereite mich auf einen Wettkampf vor, also irgendwie nicht wirklich. Dann würde ich mich rüber auf die Couch legen, zudecken, beim Lieferdienst bestellen, Netflix einschalten und heute nimmer das Haus verlassen. Also, aber mir gibt es Tage, an denen es mich einfach nicht interessiert. Da ich aber grundsätzlich, abgesehen von den letzten 2-3 Wochen, immer gerne trainieren gehe, könnt ihr euch denken, hat das einen Grund. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt es, beziehungsweise die Redewendung, du bist mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden. Und so war es auch bei mir. Ich habe gefühlt 100 Punkte auf meiner To-Do-Liste, die abgehakt werden. Nicht ein einziger. Und um ehrlich zu sein, beziehungsweise wenn ich es jetzt rational zu betrachten versuche, hätte ich ja keinen davon lösen können, weil die Abhängigkeit von irgendwelchen externen Faktoren da war, die ich zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht beeinflussen habe können. Da ich mir als, sagen wir mal, zielgetriebener Mensch aber ziemlich schwer tue, das zu akzeptieren, wenn du kein einziges Ziel erreichst, naja, könnt sich denken, was da in meinem Kopf abgeht. Ja, und auch das passiert bei mir. Es gibt Tage, an denen bringe ich nichts weiter. Und es gibt Tage, wo ich mich aufgrund von dem ziemlich scheiße fühle. Dann auch negative Gedanken, negative Gefühle nehmen Überhand und ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich demotiviert und Sachen, so grundlegende Sachen wie das Training, welches mich immer wieder aufheitert, zahlt mir überhaupt nicht mehr. Aus menschlicher Sicht ist es meiner Meinung nach gar nicht verwerflich, an so einem Tag einfach zu sagen, okay, das war's halt, ich lasse den Tag vorbeiziehen, ich hake ihn ab und morgen wird es hoffentlich besser. Aber aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass so selbstständig herbeigeführte Erfolgserlebnisse wie ein schönes, gutes Training die Stimmung extrem aufhellen können. Also beim nächsten Mal, wenn ihr scheiße drauf seid, denkt an mich, denkt an meine Worte. Das ist menschlich, das passiert an mir. Aber es liegt nur an euch und ihr habt es in der Hand, ob ihr den Karren aus dem Dreck zieht oder nicht. Schnappt sich die Sporttasche, ab ins Studio und schaut, dass den Kopf freikriegt von allen negativen Gedanken. Und so werdet ihr machen. Ich werde für euch heute Armtraining filmen, jetzt noch mein Pre-Workout machen und dann legen wir los. Als Pre-Workout gibt es für mich 30 Gramm mTOR EAS, 10 Gramm Metablast für besseren Fokus und ordentlichen Drive im Training und jetzt ganz neu und bald auch für euch erhältlich Nitro, unser Pump Booster und ganz ehrlich, bei Muskelgruppen, die ich ohnehin gut spüre, ist das mega geil. Da habe ich das Gefühl, die explodieren fast. Circa 30 Minuten vor dem Training und die Wirkung ist voll da. Endlich im Happy Fit ankommen. Wie gesagt, trainiert werden heute Arme. Ich werde 3 Übungen für den Bizeps machen, 3 Übungen für den Trizeps. Heute nicht nach meinem üblichen Schema mit Top-Set und Back-Off-Set-Prinzip, sondern das ist ein rein volumenlastiges Training. Ich werde bei jeder Übung 3 Sätze machen, jeweils ca. 10 bis 15 Wiederholungen und werde auch mit dem Bizeps beginnen. Das hat den Grund, ich muss sagen, ich merke, ich kratze jetzt schon langsam an mein Limit, auch körperlich. Die letzten Wochen waren stark. Ich habe mir überall gut steigern können, aber schon langsam geht es irgendwo ein bisschen zu lasten vor die Gelenke und Sehnen. Und ich merke jetzt wirklich, dass ich so in die Unterarm drinnen und einem Ellbogen schon leichte Entzündungserscheinungen habe. Beziehungsweise was heißt leicht, eigentlich doch schon ziemlich schwer. Ich merke das jetzt schon überall, wenn ich schwere Gewichte greifen muss, wenn ich Curl sticht zum Ellbogen, wenn ich im Trizeps reinarbeite, sticht es genauso im Ellbogen oder bis in den Unterarm rein. Und dementsprechend, glaube ich, kommt mir jetzt heute ein leichtes Pumptraining, leicht unter Anführungszeichen. Ich gebe natürlich alles, aber ein Training auf höhere Wiederholungen und nicht so stark ins Muskelversagen ein, auf jeden Fall entgegen. Tatsächlich trainiere ich nach dem Plan jetzt schon seit ein paar Wochen und ich habe es immer noch nicht hinbekommen, dass ich es auswendig kann, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich mir individuell ein bisschen switche, je nachdem, ob es irgendwo Probleme gibt. Mein Schulter wieder zwickt, kann ich natürlich gewisse Übungen nicht machen, so ist es jetzt beim Arm genauso, aber ich zeige euch jetzt einmal, wie mein Plan aktuell ausschaut. Grundsätzlich schaut jetzt einmal so aus, man sieht zum Plan, wäre es so, dass ich mit dem Trizeps anfange. Ich werde aber heute mit dem Bizeps beginnen
fangen dementsprechend mit Kurzhantel Curls und Scott Curls, gingen bei mir nicht gut, da schmerzt der Ellbogen zu sehr, werde dann Hammer Curls am Seil machen, später genauso Konzentrations Curls und dann geht's weiter mit dem Trizeps. Der Bizeps ist jetzt durch und ich schwitze wie ein Narrischer. Drei Übungen waren es, ganz normales Volumentraining würde ich jetzt sagen. Drei Sätze, jeweils 10 bis 15 Wiederholungen. Und es ist echt eine schöne Abwechslung zu meinem gewohnten Trainingssystem, weil ich doch einen richtig geilen Pump zusammenkriege. Und ich habe heute die doppelte Dosis, oder eigentlich nicht ganz die doppelte, die eineinhalbfache Dosis Nitro genommen, Pump Booster. Und das merke ich dann gerade bei so einem Training enorm. Also den Ärmel zerreißt es dann fast. So vom Trainingsprinzip muss ich sagen, fühle ich mich sehr, sehr wohl damit. Gerade jetzt, wo die Gelenke und Sehnen ein bisschen schmerzen, ist das schon durchaus angenehm und ein Vorteil, wenn man nicht immer auf Biegen und Brechen im niedrigen Wiederholungsbereich arbeitet. Ja, gemacht habe ich Kurzhantel-Curls, Hammer-Curls am Seil und dann noch Konzentrations-Curls. Jetzt geht es weiter mit dem Trizeps, da fange ich an mit Husch, dann zum Kabel. Ich muss sagen, arbeite aber nur ein bisschen vorsichtiger, arbeite in ganz kleinen Schritten hinauf zum Gewicht, das was ich dann maximal nur 10-mal sauber bewältigen kann. Und zwar aus diesem Grund, weil da der Ellbogen sonst sehr, sehr stark zwickt und Risiko möchte ich da ganz eingehen mehr. Und ich merke, umso mehr Wiederholungen, dass ich vorher drin habe, umso mehr Bewegung, dass das Gelenk gehabt hat, umso besser geht es mir dann in die Sätze selbst. Jede einzelne Wiederholung schmerzfrei, so muss das sein. Legen wir gleich nochmal Gewicht drauf. They'll never see us cause we're moving the night. We're always ready if they put up a fight. I'll run, I'll climb, we'll outshine. You were wrong, I think it's worth it to try. Und wieder komplett easy, kontrollierte Wiederholungen, ohne viel Schwung. Jetzt geht's weiter, full stack. On the line, too much to give in. If you think it's over, then let's start it again. The planets align, the stars burn bright, the sun goes down, let's keep going. Oh ja, ich sehe schon, der Spiegel hat mich gern. Schaut doch schon viel besser aus. Ah, Übung Trizeps noch. Der Ärmel ist voll, aber ein bisschen was geht noch. Und vor allem ist er ja eine der Schwächen, das heißt, der muss wachsen. Aber ich glaube, dass er auf einem ganz guten Weg befindet. Mein Armtraining ist durch und es war gut. Ist echt gut und schmerzfrei gegangen, ich könnte mich nicht beklagen. Das Gefühl ist mörderisch jetzt, der Arm ist voll. War sicher wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings, das Training ist nicht ganz beendet. Im Hintergrund sieht man es ganz leicht. Eine Location, die wartet noch auf mich. Die darf man meiner Meinung nach gerade in der Classic-Physik nicht vernachlässigen. Und viele immer wieder sagen, Bauch musst du nicht trainieren. Bauch wird sowieso überall passiv mittrainiert. Das kann ich bei Gott nicht unterschreiben. Meine Bauchmuskeln sind nicht gut. Meine Bauchmuskeln könnten besser sein und meine Bauchmuskeln habe ich ja nie gut aktiv trainiert, aber seit ich es mache, merke ich das erste Mal einen Fortschritt und darum schmeiße ich mich da jetzt auch hinterher in die Ecken,
bin, was Bauch betrifft, sicher nicht der Beste. Das heißt, ich hau mir auf so ein Teleshop-VIP-Gerät, was gemütlich ist und trotzdem eine gute Kontraktion erzeugt. Mittlerweile ist es dunkler raus. Ich habe mich jetzt ordentlich ausgetobt im Training. Habe ich heute mal mitgenommen zum Armtraining. Und ehrlich, wie ich heute ins Studio reingegangen bin oder auch kurz davor zu Hause, mir ist es wirklich beschissen gegangen. Ich war down, habe mich im Kopf nicht fit gefühlt, habe mir ehrlich gesagt ziemlich viele Vorwürfe selber gemacht, dass ich oft mal nicht gut genug bin, Sachen nicht handeln kann, auch wenn die oft gar nicht in meine eigene Macht gelegen sind. Aber ja, so Tage hat jeder und ich bin super happy, dass ich jetzt trotzdem im Studio war, denn einmal mehr hat sie gesagt, Training ist die beste Medizin. Also nehmt sich das mit, wenn es euch das nächste Mal nicht gut geht, verkreuzt euch vielleicht nicht, rappelt euch auf, geht ins Studio, trainiert, schaut, dass ihr den Kopf reinkriegt und gebt euer Bestes. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen sie beim nächsten Mal.